Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und ich merke gerade, dass mein Ausschnitt etwas zu groß ist und ich deswegen, lasst uns mal schnell das kurz zumachen. So. Oh ja, Mama, bevor ich es vergiss, meine C- und A-Lieferung ist jetzt unterwegs. Das könnte jetzt ab und Ja, zu mal ich nicht weiß, stoppen. aber es ist wirklich. Nein, das sind wir jetzt durch. Es kommt mir nur gerade, wenn ich hier sitze und an meinem Pulli rummache. Ja, also, wir haben ja gesagt, wir wärmen alten Käse wieder auf und ich sage euch, was sich geändert hat und was neu ist. Und deswegen lasst uns heute sozial sein. Gut, damit waren wir sozial. Das war's. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis denn. Nein. Der war gut, oder? Nein. Durch die ganze Corona-Geschichte habe ich etwas sehr Interessantes über mich gelernt. Mein Sozialbedürfnis ist echt mini klein. Also wirklich mini klein. Also meine Mutter hat mich ja eine Weile lang sogar, während, als mein Vater zur Kur sollte, hat sie gemeint, dass ich ihn auch nicht sehen soll, weil nicht, dass er sich irgendwie bei mir noch was holt. Es klingt irgendwie so komisch. Aber es ist halt echt so. Und ich habe gemerkt, mir reicht tatsächlich rein vom Sozialen her ein bisschen meine Mom und ja. Aber ich merke auch, dass ich in Bezug auf meine sozialen Kompetenzen immens abgenommen habe vom Verhalten her. Also klar, ich weiß noch, was man tut und was man nicht tut. Aber ich tue es trotzdem. Und das ist das Ding. Ich weiß eigentlich, was man, wenn man sich anständig ist und zu den mit anderen Menschen im Kontakt ist, was man dann zu tun hat. Irgendwie merke ich gerade, dass das Thema Soziales mich total überfordert. Tja, typisch von Asperger. Ich kann euch nicht mal erzählen, was sich geändert hat. Also ich kann euch erzählen, dass ich das Gefühl habe, dass ich merke, dass durch diese ganzen, durch die Ausgangssperren und so, habe ich gemerkt, also, dass mein Sozialverhalten im Vergleich zu dem zu meiner Mutter und meinem Vater minimal ist. Während meine Mom zum Beispiel die totale Lebenskrise bekommen hat, weil sie niemanden sehen konnte und weil sie kaum Kontakte hatte, war es für mich irgendwie so die größte Krise. Habe ich noch genug Cornflakes? Habe ich noch genug Käse? Vor allem der Käse hat mich beschäftigt und ist so das Ding. Ich merke, dass es war nicht das Fehlen an menschlichen Kontakt, das mir gefehlt hat, sondern ich hatte eher so Dinge, die wie mir war langweilig, die mich beschäftigt haben. Und ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ja, ist es heute auch noch schwer, irgendwie mir vorzustellen, dass es eben so ist. Aber ich habe immer gedacht, ich brauche mehr Kontakt. Also ich dachte immer, für mich, ich brauche mindestens meine Großeltern, meine Zweiteltern, meine Eltern und eben noch. Aber eben während der Corona-Zeit habe ich gemerkt, mir reicht auch einfach nur ein 20-Minuten-Gespräch pro Tag mit irgendjemandem, meine Großeltern wie immer anzurufen, weil sie eben mein Alltagsrhythmus sind. Und ja, das reicht mir. Und ich würde jetzt sagen, ich habe mir vorgenommen, fürs nächste Jahr vielleicht ein bisschen, wenn dann das Corona-Ding nicht mehr so am Brodeln, am Schwelen, am Rumvieren, ich lasse das Wort patentieren, am Rumvieren sein. Das gibt es zwar noch nicht, aber ich lasse es mir patentieren, vielleicht irgendwann, wenn ich mal Bock habe. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft. So, wenn ich dann 80, 90 bin, ach, da war ja was. Ja, nee, also wenn das dann nicht mehr so schlimm ist und nicht mehr so akut, dann will ich meine Sozialkontakte oder besser gesagt, will ich meine sozialen Kompetenzen wieder ein bisschen trainieren und ein bisschen erweitern. Weil so wie es jetzt gerade läuft, sollte es nicht laufen. Weil als das mittlere Kind von drei Kindern bin ich irgendwann die Brücke zwischen meinen Geschwistern, wie alle mittleren Kinder. Und wenn man dann keine sozialen Kompetenzen hat, dann wird es schwer. Und das will ich nicht. Hallo Geschwister!
Ich werde eine Zupferbrücke sein. Glaubt's mir, ich schaff das. Mom und ich, wir trainieren 2021 wie die Wahnsinnigen. Und dann kommt der erste Overload 2021 und ich vergiss alles wieder. Und dann machen wir von Neuem, bis wir es dann können. Ist eigentlich echt... Ey, eigentlich bist du echt bemerkenswert, Mom. Mhm, das ist so eine Sisyphus-Arbeit eigentlich. Genau. Das ist... Also, dass du nicht deprimiert bist. Ich bin stolz auf dich, Mom. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch zum Thema Soziales erzählen kann, weil sozialer werde ich nicht mehr und empathischer auch nicht. Aber ich will dran arbeiten und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft, dann 2021. Ich fange nicht jetzt an. Ich habe jetzt noch 2 Monate dieses Jahres und die werde ich sowas von weggammeln. Das glaubt ihr mir nicht. Entschuldigung. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch gerade so ist. Wie ist euer Status sozial? Ich glaube, das machen normale Menschen gar nicht, oder? Was? Einen sozialen Status? Nee, Status, wie bin ich gerade in meinem Sozialverhalten? Ach nee, das macht Leute nicht. Echt nicht? Nee. Ah. Es geht automatisch. Echt jetzt? Ja. Bei mir nicht. Ja, wieder was gelernt, was man eigentlich schon wusste, aber trotzdem jedes Mal schockiert ist. Naja, das war alles. Schreibt mir mal gerne, wie es bei euch ist, was habt ihr für ein Gefühl und was wollt ihr gerne 2021 an euren Schwächen oder euren Stärken ändern oder ausbauen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.